Ich einen persönlichen Mentor? Diese Frage hat mich auch bei Instagram erreicht von TraderLife 2019. Vielen Dank dafür. Und du weißt, wenn du eine Frage an mich hast, dann schreib hier auf YouTube in den Kommentaren oder natürlich auch gerne bei Instagram. Und die Frage ist extrem gut. Hatte ich einen Mentor? Ich glaube, dass jeder von uns einen Mentor braucht. Und ich hatte viele verschiedene Mentoren auf meinem Weg. Es gab also nicht den einen entscheidenden, sondern es gab ganz viele Einflüsse, die ich immer wieder über die Zeit gesammelt habe. Und mit der Zeit habe ich auch besser gemerkt, wer mir eben sehr gut tut in meiner Entwicklung für meinen Prozess und von wem ich als Mentor auch lernen kann, wie es nicht funktioniert. Und es ist spannend, darüber nachzudenken, wie wir Menschen überhaupt lernen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist ausprobieren und scheitern. Das ist was viele an der Börse leider viel zu häufig und viel zu viel ausprobieren und machen. Sie probieren, sie scheitern, sie probieren, sie scheitern, sie probieren, sie scheitern. So habe ich 10 Jahre lang auch gemacht, bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass ich Dinge anders machen muss und zu dieser zweiten Lernmethode wechseln sollte, dass ich eben das Modellieren von Exzellenz beherrschen kann, dass ich einfach jemanden kopieren kann, der es schon gut gemacht hat in dem jeweiligen Bereich und da eben die Dinge, die für ihn funktionieren, die er vielleicht irgendwann von seinem Mentor oder auch durch Probieren und Scheitern gelernt hat, die einfach adaptieren und aufnehmen kann. Und damit habe ich einen großen Schritt gemacht, denn 96 habe ich ja mit der Börse angefangen und die ersten ungefähr 10 Jahre, muss ich sagen, hatte ich keinen wirklichen Mentor. Ich habe viele Bücher gelesen, alles von André Costolani, das war damals so, ja, ein großer Hype um ihn. Der hat ja mit Aktien und Renten sehr viel Geld verdient, dann wieder verloren. Dann bin ich über weitere Methoden gekommen, habe alles gelesen zur Chartanalyse, habe mich in die fundamentale Analyse reingearbeitet, weil ich in der Uni ja sehr viel zum Thema Unternehmensbewertung gelernt und studiert habe. Und vielleicht waren meine Professoren da auch ein Stück weit ein Mentor. Damals zum Beispiel der Professor Matschke in meiner Heimatstadt im Grundstudium mit Unternehmensbewertung, eine der Koryphäen im Osten. Das war natürlich ein Mentor. Ich habe da am Lehrstuhl gearbeitet. Ich habe da sein Wissen aufgesogen und probiert eben Unternehmensbewertung auch zu verstehen. Außerdem war ich damals schon im Börsenverein und da hatte ich den René Bertreit, der eben heute auch sehr erfolgreich von der Börse lebt, ein eigener privater Trader ist. Und auch er hat mich geschult. Ich weiß noch, wie wir im Studentenwohnheim bei ihm saßen. Ich glaube 99, 2000, er hat eine nach der anderen gequarzt und ich bin ja Sportler und absoluter Nichtraucher. Und ich hasse das, wenn Leute in meiner Gegenwart rauchen. Aber bei ihm habe ich es durchgehalten, weil er saß den ganzen Tag vor den Charts und hat mir eben erklärt, wie er dann den DAX getradet hat, long und short und long und short. Und das hat mich als junger Mensch, ich war damals 15, 16, das hat mich sehr beeinflusst, sehr inspiriert, weil ich habe eben gesehen, dass man auch im kurzfristigen Bereich wirklich tolle Gewinne machen kann, wenn man eben weiß, was man kann. Und da habe ich sein Wissen dann aufgesogen, nicht so sehr den Zigarettenrauch, aber das Wissen habe ich aufgesogen. Und er war ein Mentor für mich, weil er eben schon 10 Jahre älter war, weil er mit dem Studium schon fertig war und weil er eben ein viel größeres und kompakteres Wissen hatte zum Thema Börse als ich. Ja, dann bin ich nach Mannheim gegangen zum Studium. Da hatte ich auch im Börsenverein verschiedene Mentoren, die eben auch sehr gut im Trading waren, die andere Bereiche im Trading gut verstanden hatten. Und ich habe auch selber vielleicht angefangen, im kleinen Mentor für andere zu sein. Ich hatte dann verschiedene Projekte übernommen, verschiedene Arbeitsgruppen geleitet, zum Beispiel zum Thema Chartanalyse. War dann an der Uni auch als Dr. Forex bekannt. War da also auch für den einen oder anderen jüngeren Studenten selber Mentor, was mir auch geholfen hat. Und habe dann aber auch gemerkt, ich lerne sehr gut dadurch, dass ich Leuten tatsächlich mein Wissen vermittlere. Warum ist vermitteltes Wissen für mich auch sehr gut gelerntes Wissen? Einfach dadurch, wenn ich es erzählen kann, dann denke ich nochmal mehr drüber nach, dann kommen auch kritische Fragen, dann wird auch drüber nachgedacht, das sehe ich ja auch bei Instagram oder bei YouTube, wo ihr mir immer tolle Kommentare da lasst, wir ja auch sehr viel diskutieren. Du weißt, fast jedes Kommentar, jede Frage beantworte ich, weil ich eben auch selber viel dadurch lernen kann und eben entsprechend besser werden. Als Fondsmanager hatte ich 2 wirklich gute Mentoren. Das eine war der Bernd, der halt einen sehr globalen Ansatz hatte, der wirklich schon viele Milliarden und 20 Jahre am Markt erfolgreich Fonds gemanagt hat. Er hat mir beigebracht, wie ich global denken kann, warum die Zentralbankpolitik so wichtig ist und wie ich auch eben das große Bild verstehe, warum ich eben unbedingt wissen muss, wann und wie die Gelder in den Markt reinfließen. Das hat mich sehr geprägt. Und der zweite Fondsmanager, den ich sehr bewundert habe und immer noch regelmäßig treffe, ist der Rüdiger, der auch für sehr viel Geld verantwortlich ist. Jemand, der sehr bescheiden ist, der nie in der Presse auftaucht und jemand wirklich ist, der hinter den Kulissen arbeitet, aber wie kein anderer einfach mental umdenken kann. Er kann wirklich im Morning-Meeting sagen, er setzt auf steigende BTP-Kurse
und dann 2 Minuten später am Platz genau das Gegenteil machen, weil einfach in der Zwischenzeit eine Nachricht gekommen ist oder der Kurs sich gegen ihn bewegt hat und er eben gelernt hat, da entsprechend zu unterscheiden. Das waren so direkte Mentoren in meinem Umfeld, die ich über viele Jahre gesehen habe. Und am meisten habe ich tatsächlich von amerikanischen Trading Coaches gelernt, die meine Mentoren in der psychologischen Ebene waren, wo ich eben auch viel lernen durfte und mich gut ausbilden konnte. Das war eben ganz klar der Fantab, wo ich wirklich jedes Buch gelesen habe und dann auch die sehr teuren Seminare in den USA besuchen konnte, wo ich die verschiedenen Kurse durchgearbeitet habe mit meinem guten Freund und Trader Victor. Victor ist seit 20 Jahren hauptberuflicher Trader. Wir haben eben alle Kurse zusammen als Mastermind nochmal nachgearbeitet. Da war er auch ein großer Mentor für mich. Hat mir eben sehr bei meiner Entwicklung geholfen. Und dann in den letzten Jahren eben auch der Herr Steenberger, der eben auch sehr viel im psychologischen Bereich gemacht hat, mir da sehr geholfen hat, wo ich eben auch sehr, sehr viel lernen konnte. Und durch all das ist ja mein ATM-Modell entstanden, also die Trennung zwischen Analyse, Trading und Management, dieses mentale Umdenken zwischen analytisch objektiv und subjektiv umsetzen. Und das war für mich auch so der ganz große Schritt nach vorne, wo meine Performance 10 Jahre eher seitwärts bis nach unten, dann eben leicht positiv, aber in den letzten Jahren dann sehr stark, wie dann eben diese Performance auch entstanden ist. Und das ist ein Prozess, ganz klar, ein Mentor ist auch nicht jemand, der dir sagt, hey, mach das so und dann weißt du es, jetzt Gold Rush, immer Freitag Long und dann weißt du es, sondern um wirklich exzellente Ergebnisse auch zu bekommen, musst du diese modellieren. Du musst aber auch langfristig in der Lage sein, das gelernte Wissen in die Praxis umzusetzen. Und das war auch die Lektion, deswegen hatte ich auch mehrere Mentoren. Nicht jeder weiß alles. Er weiß vielleicht, was für sich funktioniert, aber jeder ist ja eine andere Persönlichkeit, ein anderer Mensch. Hat ganz andere Gedanken, der Tab spricht ja immer von Beliefs und dementsprechend ist es auch wichtig, sich von jeder einzelnen Position das Optimum zu holen. So ist es ja auch im Fußballverein, natürlich der Trainer steht ganz oben, leitet alle Spieler an, aber es gibt auch einen Torwarttrainer, es gibt einen Konditionstrainer, es gibt einen Physiotherapeuten, es gibt einen Mentaltrainer und jeder Spieler nimmt eben von jedem Trainer das Optimum mit, aber auch von den anderen Mitspielern, das heißt also auch die Community als solches kann eben auch als Gruppenmentor dienen, wenn man eben sich mit den richtigen Leuten umgibt. Und du kennst ja die Regel der 5. Die 5 Leute aus deinem direkten Umfeld beeinflussen dich sehr stark, machen 80% deiner Glaubenssätze aus. Und wenn du dich da eben mit erfolgreichen Trainern umgibst, wie du sie ja auch bei YouTube oder auch auf meinem Instagram-Kanal findest, wie sie eben auch hier regelmäßig in den Kommentaren schreiben, dann umgibst du dich mit profitablen Leuten, die dir eben selber bei deiner Entwicklung helfen. Ganz klar, dafür mache ich ja auch die Ausbildung, wo sich über 500 gute Trader organisiert haben, die eben in der Community ständig dazulernen, die alle profitabel sind und da wirklich ihre Performance weiter voranbringen. Und durch diese Gruppendynamik lernt man eben auch. Also hatte ich einen Mentor? Ja, ich hatte viele Mentoren und ich bin immer noch auf der Suche nach Mentoren. Ich lerne ja durch meine Selbstständigkeit unglaublich tolle Leute kennen. Den Patrick Reiser zum Beispiel, der bei uns beim Community-Treffen war. Joey Kelly, den ich neulich mal treffen durfte auf einem Vortrag, wo ich nach ihm auch präsentieren konnte. Und da kommt man natürlich mit den Leuten ins Gespräch. Die sind beeindruckend und da kann man sehr viel lernen. Und das macht das Leben ja auch aus, auch die Börse. Und das war auch, was ich durch die amerikanischen Mentoren gelernt habe. Durch diese Trading Coaches. Am Ende, das Geld ist natürlich schön und wichtig, aber viel wichtiger ist die Persönlichkeitsentwicklung, ist eben der Weg im Inneren, der Fortschritt, den du machst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, alle profitablen Trader, die ich kenne, die wirklich vom Trading leben oder auch vom Investment, die sind eben mental auch sehr reif. Das sind eben keine Glücksritter, sondern es sind Leute, die sehr stark an ihrer eigenen Persönlichkeit gearbeitet haben und eben über den Prozess auch gereift sind. Deswegen lade ich dich ein, such dir einen Mentor oder such dir mehrere Mentoren, umgib dich immer in deinem Leben mit Leuten, die positiv sind und die entsprechend dich voranbringen. Genau das möchte ich ja auch mit diesem YouTube-Kanal machen und dabei unterstützt mich deinen Daumen nach oben, wenn du die Glocke abonnierst oder wenn du den Kanal vielleicht sogar teilst über die sozialen Medien, denn das, was wir hier bieten, ist natürlich eine Menge Content und wenn du das aufnimmst, wenn du kontinuierlich unser Wissen in deinem Investment und Trading nutzt, dann bin ich 100% davon überzeugt, dass du besser an der Börse wirst, dass ich vielleicht auch für dich einen Teil deines Prozesses begleiten kann, deines Weges, vielleicht sogar ein Stück weit Mentor und Vorbild für dich sein kann, denn ich habe es nachweislich geschafft, von der Börse zu leben. Ich habe 11 Jahre als Fondsmanager gearbeitet, über 500 Millionen Euro Gewinn gemacht. Ich teile meine Live-Trades in der Community, jeder von mir kennt die Konten, jeder sieht, dass ich mit der Börse mein Geld verdiene. Und wenn du das auch willst, dann bilde dich aus,
nimm das Wissen von anderen, mach nicht den Fehler, den ich 10 Jahre gemacht habe mit Ausprobieren und Scheitern, sondern modelliere erfolgreiche Strategien, wie ich sie ganz einfach hier bei YouTube und auf anderen Kanälen mit dir teile. Und ich lade dich ein, modelliere das nicht nur, sondern setze das auch um. Tu was für deine finanzielle Freiheit. Das ist in der heutigen Zeit mit dem Niedrigzins extrem wichtig. Such dir einen Mentor, vielleicht hast du hier einen auf dem Kanal ein Stück weit gefunden. Ich bin den Weg schon gegangen und ich kann ihn dir eben ein Stück weit ebnen, aber jede Persönlichkeit muss natürlich auch den Weg selber gehen und macht links und rechts mal einen Umweg. Das ist okay, aber verlier dir dein Ziel nicht aus den Augen. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, stell mir gerne eine Frage in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn wir eure Fragen hier aus der Community beantworten dürfen, wenn wir eben das schaffen, euch voranzubringen und vielleicht auch ein Stück weit Mentor für dich sein dürfen. Und deswegen freue ich mich, uns beim nächsten Mal wiederzusehen hier bei YouTube auf meinem Kanal bei Frag den Fondsmanager.